Heute begrüßt euch Lykantra zu einem neuen Let's Play mit Rothermoon. Wir wollen The Blob 2 spielen. So ist es. Lykantra hat heute den Knüppel in der Hand, wollte ich sagen. Ja. Jetzt müssen wir einen Namen für das Spiel eingeben. Moon, habe ich mir so gedacht. Machen wir das. Das Spiel gibt's auf der Wii, logischerweise. Deswegen habe ich auch gesagt, sie hat den Knüppel in der Hand, weil wo gibt's sonst Knüppel? Ja. Ja. Ja, und dann nehmen wir das erste Land. Die Paradiesinsel. Die nehmen wir. Paradiesinsel ist der perfekte Urlaubsort, berühmt für seine natürlichen Farbfälle. Sollen wir erklären, worum es in dem Spiel geht? Nee, ne? Warten wir erstmal das Intro ab. Ja, im Intro hat man jetzt gesehen, was quasi in Teil 1 passiert ist. Nämlich, dass wir in Teil 1 die Welt von Genosse Schwarz quasi befreit haben. Der Genosse Schwarz ist derjenige, der... Steht ja auch da. Der Genosse Schwarz ist der, der den Leuten die Farbe geklaut hat und sie zu Sklaven gemacht hat. Und wir haben im ersten Teil alles wieder schön bunt gefärbt und ihn besiegt. Aber scheinbar hat Genosse Schwarz überlebt. So war es aber auch. Dann lese ich mal vor. Genosse Schwarz hat eine Bruchlandung hingelegt. Das ist ein beliebtes Urlaubsziel. Ich hoffe, er hat es nicht ruiniert. Schlimmster Urlaub aller Zeiten. Wir sitzen hier zusammen gemütlich oder fast gemütlich auf dem Sofa und spielen jetzt eine Runde Wii und erklären euch das Spiel. Naja, das Spiel erklärt sich selber, aber wir erzählen noch was dazu. So, das ist Pinky. Spieler 2 kann als Pinky mitspielen. Sie kann Dinge abschießen und Blob helfen. Spieler 2 bin in dem Fall heute mal ich. Das ist Blob, dein Held. Geheimnis, umwoben und gefärbt mit einer unbestimmbaren und rebellischen Gesinnung. Der bin ich. Pinky passt auch viel besser zu Rothermoon. Aber holla. So. Das erste Level geht dann ums Kennenlernen vom Spiel. Ja, benutze die Kamerasteuerung, um den bestmöglichen Ausblick zu bekommen.
Benutze das Steuerkreuz, um die Kamera zu drehen. Sobald es Zeit wird, weiterzuziehen, drückst du C, um die Kamera hinter dich zu bringen. Benutze den Joystick, um dich zu bewegen. Haben wir geschafft. Fantastisch. Dann müssen wir wohl zu dem Fragezeichen. Gute Landung, Blob! Der Prof rechnet damit, dass unser alter Feind Genosse Schwarz sich hier auf der Paradiesinsel versteckt. Dieser Ort ist berühmt für seine natürlichen Farbquellen, aber irgendwas stimmt nicht. Der Farbbach dort ist ausgetrocknet. Sammle die glänzenden Farbatome, dann werfe ich eine Transformationsmaschine an und bringe das in Ordnung. Aufgabenziele erscheinen links oben in deiner HUD. HUD. Geh dorthin. Schon da, geht dorthin. Ich hab's einfach. Wir sammeln mal fröhlich diese schönen Farbatome ein. Drücke A, um zu springen. Juhu. Ja, der Pfeil zeigt dir den Weg. Was ist das? Nichts. Eine Blume. Da, ganz bunt. Bunt ist gut. Besser als schwarz. Das war es, was wir gebraucht haben, Blob. Hier ist die Transformationsmaschine. Ihr müsst verstehen, ich habe ein bisschen Probleme, weil ich hier durch das Mikrofon auf den Fernseher gucken muss. Halte Z gedrückt, um die Transformationsmaschine anzuvisieren. Ja, wir machen das. Z ist da. A ist da. Drücke A, um sie zu zerstampfen. Boom. Da hat es Boom gemacht. Ja, wir sehen, es passiert auch irgendwas. Der Farbbach fließt wieder. Gut gemacht, Blob. Du hast wieder Farbe in den Pool gebracht. Warum bin ich eigentlich pink hier und muss alles vorlesen? Frechheit. Tja. Ja. Deswegen war der Strom blockiert. Genosse Schwarz war hier. Er muss hier alles durcheinander gebracht haben. Lass uns diese flüchtigen Kriminellen aufspüren und ihn ein für alle Mal einfärben. Das machen wir. Dann auf. Das ist Farbe. Jetzt sind wir orange. Juhu. Müsst ihr nicht auch irgendwas machen können? Theoretisch? Vielleicht wird das noch gezeigt. Wir müssen hier rüber zur nächsten Insel. Wasser entfärbt dich. Keine Sorge, ich glaube, ich sehe da drüben ein bisschen Farbe. Das ist also dann nicht schlimm, wenn wir durch das Wasser laufen. Hupala, einen vergessen. Genau wie ich vermutet hatte. Lies du mal vor. Die Katze kratzt gerade an der Tür, deswegen lese ich jetzt vor. Und das ist Tinte. Schwimm da nicht drin herum, sonst vergiftest du dich. Das stimmt. Das ist schlecht. Alles, was du anmalst, kostet dich Farbpunkte. Los, holen wir uns welche. Roll in diesen Farbpool und mach diese Hütte violett. Rathamoon darf wieder. Malen steigert die Farbenergie. Dann können wir noch eine Transformationsmaschine aufstellen. Pack's an, Bob. Lila. Du kannst 100 Farbpunkte haben. Um Farbpunkte irgendwas, blablablub, und hast du nicht gesehen. Ja, geht der Text weiter. Ja, da stand irgendwas. Schade. Hab's geschafft. Fantastisch. Ja, ich glaube, es ist eine Transformationsmaschine. Die visieren wir mit Z an und springen mit A drauf. Und A. Was wird passieren? Was wird passieren? Boom! Jetzt wieder sagen, und es hat Boom gemacht. Oh, Genosse Schwarz Statue ist kaputt und jetzt steht da eine Blob-Statue. Außen verschwindet die Tinte und wird zu normalem Wasser. Es ist so herrlich, das Spiel. So schön bunt. Die Welt, die sieht so hässlich aus und dann macht man diese Wunder wunderschön. Ja. Das macht Spaß. Auf jeden Fall. So, dann geht's mal weiter. Ich ins Wasser. Jetzt bist du ganz durchsichtig.
Stimmt, das ist doof. Wir werden schon wieder Farbe finden. Da ist ein Fragezeichen, nichts wie hin. Ich wollte es gerade noch vorlesen, jetzt nicht mehr. Naja, wir brauchen noch eine Transformationsmaschine. Also los, lass uns noch... Lass uns etwas anmalen. Wir kriegen mehr Farbenergie, wenn die Gebäude in ihren ursprünglichen Farben anmalen. Diese Inselhütten waren einmal blau und rot. Mal jeden Block in der richtigen Farbe an. Die Katze niest auch noch dazu. Jedes Gebäude blinkt in der Farbe, die du anwenden sollst. Passt. Wir wollen mal nicht kleinlich sein. Blaue Tinte und wir malen dieses wunderschöne Gebäude blau an. Blub, ist mal rot. Und dann geht's weiter mit diesen Gebäuden. Hüpp. Yeah, das rockt. Benutze deinen Kompass, um weitere Aufgaben zu finden. Drücke 1, um den Kompass aufzurufen. 1 ist da. Ich bin heute der Erklärbär. 1 habe ich gemacht. Ach so, da. So geht das. Ja, ja. Und da das nächste Fragezeichen. Die Hütten sehen jetzt toll aus. Aber ich weiß eine Möglichkeit, wie sie noch schöner werden. Mustersammelobjekte fügen jedem Gebäude, das du anmalst, coole Strukturen hinzu. Jedes Muster bietet dir eine andere Struktur. Je mehr du also sammelst, desto flippiger wird es. Flippiger, ein tolles Wort, oder? Schnapp dir dieses Mustersammelobjekt und lass uns mal sehen, was daraus wird. Das mache ich. Da ist es. Muster. Jedes Muster zaubert eine coole Struktur auf alle Gebäude, die du bemalst. Sammle alle Muster, um deine Endpunktzahl zu verbessern. Knusper, knusper, wir haben ein Muster. Wow, ein Reim. Ja. Ich sollte nicht von der Seite sprechen, dann hört man mich so schlecht. Höpf, aber dieses Gebäude muss blau werden, das sieht man. Aber das daneben rot, das hättest du gerade mal anmalen können. Das hätte ich machen können, das mache ich jetzt auch. Oh, was ein Muster, ey, meine Güte. Blau war... Das kann man da an den Kompass sehen. Ja, könnte man. Das ist ganz easy. Da. Jetzt sind wir blau. Ja, ich habe keinen guten Orientierungssinn. Hupala. Wohin muss ich? Da war's. Nein! Jetzt müssen wir wieder rot werden. Oh ja. Und man möchte meinen, das ist leicht. Aber... Ist es auch. Ich verkacke das. Generell. Ich habe hier so einen Punkt. Was kann ich damit eigentlich machen? Geschafft! Ich wollte gucken, was ich mit dem Punkt machen kann. Ja, finde es gleich heraus. Eine Transformationsmaschine? Glaube ich. Ja. Lass uns die Tinte, ne? Und hast du nicht gesehen. So, warte, jetzt habe ich hier den Punkt. Was kann ich damit machen? Ich kann mit Farbe schießen. Hört ihr das? Es ist ein... Weiß ich nicht. Ich kann auf dich schießen. Aua! Aua! Kann ich damit denn, was kann man damit machen? Nichts. Ich weiß es nicht. Du wirst es noch herausfinden. Da ist Z und A und BOOM! Was hat sie doch am Anfang gesagt? Ich kann irgendwelche Dinge zerstören, oder? Kisten oder sowas. Das versuchst du gleich noch. Völlig sinnfrei. Ist das nicht wunderschön? Entschuldigung. Dieses klare Wasser, wo vorher schwarze Tinte war. Irgendwo da drüben muss Genosse schwarz sein. Dort sieht es sehr grau und unfreundlich aus. Meine Damen und Herren, sehr grau und unfreundlich. Wir müssen ihn finden, bevor die Zeit abgelaufen ist. Los! Renn schon! Das ist dichterische Freiheit. Ich will schießen! Oh, schon wieder nicht. Die Leute hier sind Graulinge. Das ist nicht das erste Mal, dass wir so etwas sehen. Nein, das ist das zweite Mal. Genosse Schwarz übernimmt das Kommando und zwingt die Leute, für den Rest ihres Lebens Anzüge zu tragen. Verpasst den armen Typen ein bisschen Farbe und hol sie aus ihren Schalen. Das sind so arme kleine Graulinge.
Die sind so grau. Oh. Ein Grauling. Färbe die Graulinge ein, um sie zu retten. Und verdiene dir deine Befreiungsauszeichnung. Der erinnert mich an so Käfer, die auf dem Rücken liegen und nicht aufstehen können mehr. Oh.